So, liebe Leute, es geht weiter. Auf geht's, auf geht's. Wir müssen noch ein bisschen die Stadt erkunden. Schauen wir, was wir noch so haben hier. Schwuppdiwupp, Sacrament. Wir haben jetzt schon ein paar Quests haben wir. Von Ratten und Räubern war die letzte. Winnick berichtete uns von einem Kriegsherrn namens Darak, der für den Widerstand kämpft. Er wurde im Westen der Orban-Lichtungen gesehen. Kann man auf der Karte auch anzeigen lassen. Japp. Ich glaube, da waren wir schon in der Nähe, gell? Ja gut, aber das alles zu seiner Zeit, ne? Wo sind wir denn hier jetzt auf einmal? Huch, da habe ich mich aber nicht ausgeloggt gerade. Ich muss mal hier wieder mein... Ich muss meine Orientierung wiederfinden, hä? Hä? Wo sind wir? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Withtaker. Okay. Ja. Reden wir erstmal mit dem. Ich muss sowieso da einmal quer nochmal durchlaufen. Ein Serim. Sowas aber auch. Orison Haley. Welcome, welcome. I'm the Orison here. Orison Haley. God speaks in countless voices and I'm but one of his humblest. Try not to be intimidated by those inquisitors marching around. The church is a place of peace. Mm-hmm. It is when we are still that we're most likely to feel God's hands upon our shoulder. Sehr schön. We are all but hands of the one true God. And yet it is your kind who are said to share one mind, one soul between you. I believe you call it the untold, yes? All the worlds spoken into being by your sayer, with our silences and shouts watched over by the Seren. A lovely sentiment. And who knows, perhaps we are all servants of the same being, if only under a different name. The church welcomes all the travelers. Kann man da rein? This house is a trifle compared to the great cathedral in Fut. Still, this is God's den here in Sacrament. The mainland might frown upon me welcoming Dasha into these walls, but what is salvation without those worth saving? They're good people, kind and generous, even in the face of generations of suffering. And their mender in Marin, Irmgard, is a wise woman with a sharp tongue. Have you met? Wahnsinn, wie viele Dialogoptionen, also wie viele Dialoge jeder einzelne Charakter hier hat. Und alles synchronisiert, das ist wirklich heftig. So, was steht da? Marienwald, Marktplatz, Werkstatt. Okay. Was für eine riesige Stadt, Wahnsinn. Eyes up. The trick to being a guard is tunnel vision. If you don't see it, then there's no trouble. Das ist der Marktplatz oder was? Nein, das sieht nicht aus wie ein Marktplatz. Sieht aus wie ein Friedhof. You don't know what the pestilence is. You're a child playing in the sand, making up stories. Hä? Have you looked into the eyes of your beloved as his face turned in? Oh, die kennen wir schon. Mit der haben wir vorhin schon gesprochen. Die ist auf einmal hier. Muss der auf einmal herkommen? If you're looking for Orim, he's not here. The floor of his shop's collapsed. It's not safe for customers. They found some kind of old Serim ruin underground. Ellsworth ordered an investigation.
You'll not be getting a headstone. Wait. You're one of them, ain't you? The ceremony. Well, won't stop you going in then. Na bitte. Da kann man nicht rein. Aber hier eventuell. Wo steht da? Werkstatt. Schauen wir mal rein hier. Was haben wir hier Schönes? Oh. Aha. Kiefernholz. Jehe. Werkstatt, die Werkstatt sieht gut aus. Huch, was geht denn hier ab jetzt? Oha! Hakula! Danke dir! Aus dem Nichts! Ey, vielen lieben Dank! Dankeschön, Dankeschön! Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Huch, was ist das denn hier? Saren, there you are. What the hell? Was ist das denn? The floor of the masonry collapsed, revealing this chamber below. Isn't it remarkable? Ja. No one's breathed this air for 1000 years. Sieht auch ein bisschen creepy aus hier. Mit den Gesichtern. Das hat irgendwie so Alien-Vibes. Ich weiß nicht. So Prometheus irgendwie. Ach, Pastor, guck dir gern zu. Ey, vielen lieben Dank, Hakula. Das freut mich zu hören. Dankeschön, Dankeschön. Ich glaube, eine tiefere Ruin liegt beyond this seal, but I'm unsure how to access it. You know, in some cultures, the faithful pleased their gods by ritualistically disemboweling themselves. Wouldn't that be a sight? Da kommen wir nicht rein, ne? It may take some time before this chamber will yield its secrets. History compels. Okay. Ich denke, das ist noch zu früh. Wir haben Pilzsuppe. Pilzsuppe haben wir noch genug. Ich mache noch mal ein paar. Ich weiß nicht, warum der Pilz bei mir da unten angezeigt wird eigentlich. Das ist ja Schwachsinn. Oh, 20 ist das Höchste. Gehen wir mal wieder raus hier. Superschöne Werkstatt. Schmiede der Serim. Hier, die Wache ist auf einmal weg, ne? Huch, was ist denn jetzt passiert? Kann man da durch? Drücke Y, um die Tür zu öffnen. Nein. Vielleicht noch nicht. Ah, kann ich den Baum hier fällen? Nein. All of the city's gates are shut. You'll not be visiting the Meren Woods tonight. Ah. There's rumors of a torn guard roaming about. One of Sacrament's own, they say. Okay, da kommen wir wahrscheinlich später hin. Müssen wir vorher noch ein paar Sachen machen. Wer bist du? Okay. In my learning, more people sticking flags in the ground, more bodies follow suit. Huh? Hm. Do you mind? I weren't talking to you. Okay.
Aha, was ist das denn hier? Bisschen Geld. Okay, da sind wir wieder am Anfang. Oh, da ist eine Truhe. Sicher erst jetzt. Gefallene Glut. Nehme ich alles. Alles meins, alles meins. Dap, 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 dap. Okay, dann haben wir den Bereich hier auch schon mal fertig. Schauen wir weiter nach rechts. Ich glaube, rechts gibt es nichts mehr, oder? Da geht's zum Marienwald. Der Marienwald. Alles zu. Kann man wieder angeln. Einen schönen Karpfen. Komm mal raus. Pfeilschwanzkrebs. Wer bist du? Two copper for every pound of shit I scrape off the streets. Hit I the luckiest man alive? Ja, warum nicht? Visit Sacrament Sewers. 100 years of shit, a drought and decay. Sloshing about like in a tub. Muss auch gemacht werden, ne? Spend enough time on your knees. You learn the difference between healthy shit, ill shit. Dog shit. Horse shit. Richtiger Shit-Experte. Und wahrscheinlich in der Kirche gibt's dann Holy Shit. Lässt der uns raus? Okay. My husband fell when Risen took the old cape. It's just me now. But I'm quite capable. I can even speak a bit of Dasha. It's just me now. Ich liebe diesen Dialektakzent. Er war so gut. I can sew, patch your clothes, I can clean, or cook. Patch your clothes. I'll help you carry things. I know my way around the city. Please. Just a moment. Please. Just a moment. Oh, verdammt, ich habe schon wieder so viel Zeugs gesammelt hier. Hey, Gertschi! Servus, servus. Ah, hier haben wir uns ausgeloggt vorhin. Hier war es, genau. Ah, dann waren wir eh hier. Ich war nur verwirrt vorhin. Bowler. Wie geht's, Gertschi? Alles fit? Who's even in charge here? Governor Ellsworth or the Madrigal? Ellsworth let the Inquisition march right over his back and through our streets. Ask anyone on the street. This city's in the gutter. We might as well be living in the Black Trench. Who can tell the difference anymore? Du-d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 u.
oh, 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 oh. Kupferbahn, Menschenknochen. Gefallen in der Schlacht. Ist zur Herstellung oder Verbesserung von Ausrüstung nutzbar. Na gut. Das habe ich mir dann alles wieder in die... in die Truhe. Who's that? What are you doing? Can't you see him concentrating? God's reach. That's a serum, Mogos. Look at it. A what? A syrup? No, a serum. One of the outcast warriors of legend? Never heard of him. Don't care. All I see is an ugly sod frightening the fishes. Sucht ihn nicht. No fish here. You know it. We ought to go back to the sea. Now that was a proper spot. What? Back to the ship graveyard? The place patrolled by deranged ferals, what breathe poisonous gases? Yes, that's the one. Waters brimming with catch they were. All we have to do is avoid the ferals' territory. The whole bloody place is their territory. I swear you'd be dead 5 times over if it weren't for me. But I'd have a belly full of fish, wouldn't I? The eyes of the city. Someone's smuggling savor into sacraments. And God Merritt is often on edge when I approach. Maybe I'm not Dosh after all. I don't need 4 gods. I'm not sure I even need one. Der eine sieht aus wie Robin Obdachlos Hut. That's it. Oh, you're a coward's taking me. All it takes is a pinprick. Nico. Believe me, oh, it's insidious. One minute you're a person, the next you're the shambling, screeching torn. Excuse me, have you seen my wife Bella? Ja. Unremarkable height, dark dingy hair, poor teeth. If you see her, tell her that her loving husband misses her. Okay, die steht eh da hinten, glaube ich. It's not natural, a man's wife being out of the house for this long. I'm long overdue for a bath. What the hell? Who's to warm it? Die steht doch eh hier, oder? Ist das nicht Bola gewesen hier? Do you see that? Ah nein, das war nicht die. Also irgendwo war Bola. Ich weiß nicht mehr wo. Aber wir haben mit ihr gesprochen, das weiß ich. So, hier Friedhof von Sacrament, Marktplatz, Werkstatt. Reden wir mal den. Did you even see the thing? It had 6 legs and jaws like a... like a... like a what? Oh, so you're scared of an insect? Is that what you're saying? It weren't an insect. It was taller than 3 men. We've got no food on our shelves, Durgan. Our stocks are empty. Do you want me to die? Is that it? You want rid of your own husband? Das war klar, dass das Verheiratete war. I want a husband who will provide for me. Who won't pass himself stinking at the thought of stepping outside the city. Ja, ist klar, dass die verheiratet sind. There's food at the market. There are fish in the river. We have all we need here. Well, you're not getting what you need here. Until you go out and you bring me back a proper roast. A proper roast? Maybe I'm not Dosh after all. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal da runter. Hold your breath around me. It's in my legs right now, but it's working its way up. Only a matter of time. Oh. Serim? Bola! Bola! The eyes of the city. This might sound odd, but did Guard Ledon say anything about me? Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Bola! Was steht da? Boah, schon wieder. Tot oder lebendig, die Seuchendoktoren. Vergiftung, Brandstiftung, Mord.
Ein Bund früherer Doktoren und Gelehrter, die ihre Familien und ihren Verstand an die Pestilenz verloren haben. Nun führen sie einen persönlichen Krieg gegen die Infizierten, deren Definition sehr weit gefasst ist. Oh, hier gibt's viel. Viel Zeugs. Bola! Aber dann fangen wir von oben an. Dann gehen wir einmal schön durch hier. Dass wir ja jede Quest mitnehmen, ne? Ist da was? Ah, was ist da? Ich sehe nichts. You and Pine lose what's kind. Welcome, young sprout. I go by Whittaker the Woodcrafter. That's because I craft wood. Jetzt weiß ich, woran mich das Game ein bisschen erinnert, an A Plague Tale. Oder ist das mit den Ratten, gell? Wegen hier Pest, Wahnsinn etc. und so weiter. Ja, ich meine, ich habe es selbst nie gespielt, aber könnte hinkommen, ja. So ein bisschen. Er hat kleine Kommode. Oder bei ihm kann man... Ruhebett. Blütenbesetzter Speerbauplan. Boah. Wir haben nicht so viel Geld, ne? 3 Silberhammer. Hello again. Mal mit ihm sprechen? Warte mal. Sprechen mal mit ihm. If I live to be 100, think someone make a chair out of me? Tell you a secret. I don't work wood. I just okay. Der hat nichts Besonderes zu sagen jetzt. Why cut and slice when you can burn and freeze? This is a good post. A safe post. Maybe. Perhaps. Maybe. Make the world your weapon. Ja, mit den Ratten war echt gut. Zweiter Teil auch mega gewesen. Ich hab's nie gespielt. Es ist. Das ist ja eher so. Auch so. Ist das nicht so rätselmäßig irgendwie? I knew with the pestilence returned, it wouldn't be long before your kind did as well. We are all soldiers now. In the one true war. The one my mother and her spoke of in whispers. Please, allow me to enchant your weapons. Hm. Or you can enchant your own here. A black door was opened 1,000 years ago. Perhaps together we can close it. Okay, verzaubern Infuse Rune. Hä? Verzaubern kostet 1 Silber, aber was macht das? Bist du sicher, dass du Claymore verzaubern willst? Damit werden deine letzten beiden Runenplätze und deine letzten 3 Edelsteinpilze entfernen. Die Aktion kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ich weiß nicht, was verzaubern heißt. Was ist Infuse? Ah. Okay. Und Rune? Bowler. Ah ja, das war der Special-Angriff. Boah, den habe ich ganz vergessen. Ah, und hier hat sie... Hier hat sie Runen. Die man auch kaufen kann. Holy moly, es gibt hier so viel. Das ist crazy. Absolut crazy. Wahnsinn. Ey, das Spiel ist super, super komplex, ey. Heftig. Und das schon im Early Access, ne?
von Story Games mag schon. Kumpel von mir hat's abgebrochen, der meinte, Alter, die sind ja nur am Labern, Mann. Ja, gut. Ich meine, ja. Man muss halt so ein Story-Gamer sein, das stimmt schon, ja. Für solche Games. Ist halt, ich würde auch sagen, das ist ja auch so der Hauptfokus in dem Game, gell? Also hier, Plague Tale. Bin mal gespannt, wie das Housing ist, speziell in so einem Game. Ja, bin ich auch gespannt, ja. Aber noch müssen wir müssen ja erstmal die Stadt neu aufbauen und so, ne? So, was haben wir hier? Seltenheit von Gegenständen. Die anpassbarste Seltenheit, die aber keine Verzauberung oder Edelsteinplätze bietet. Leckeres Bierchen. Dankeschön und willkommen. Der Verzauberung und ein Edelsteinplatz. Verseucht. Starke Verzauberung und ein Edelsteinplatz trägt aber auch eine negative Verzauberung. Okay. Einzigartige Verzauberungen und ein Edelsteinplatz, nicht durch Verzaubern erhältlich. Aha. Eleanor, Verzaubern, wandle gewöhnliche Ausrüstung in einen seltenen oder verseuchten Gegenstand um. Edelsteine einsetzen für seltener, verseuchter oder einzigartiger Ausrüstung mit... Ja, und befüllen oder Runen extrahieren. Okay, das haben wir verstanden. Das haben wir verstanden. Mit der Claymore, ich kann die einmal seltener machen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ich glaube, ich lasse es noch. Denn so viel Geld haben wir jetzt eh nicht. Do you mind? Good work to do. Used to be a man, you know. I'm friendly with his widow, horrible bitch named Sigrid. Just her luck. Husband runs off to join the Risen, gets turned into a monster and killed by Sarah. I can't even get mine to choke to death on his supper. Is it true your kind worships Isaiah? I do most of the talking in my household. You think my husband worships me? Oh, hier könnte irgendwas sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass da irgendwo eine Truhe ist am Ende. Oder? Oder auch nicht. Ich habe mich geirrt. Aber wir können hier angeln. Hä, wo bin ich jetzt schon wieder? Aber wir sind wieder am Anfang hier. Ah, okay, so ist das aufgebaut hier. Jetzt sind wir beim Schmied. Huch, Will! It's a real honor to service your blade, Sarum. Ey, Finny, guten Abend! Ich hätte da Tipps, wie man am Essen verschluckt. Wie man am Essen verschluckt. Ich kann das gut. Nice. And there's no better blacksmith than Fillmore. He comes from a long line of them. Not me. Mine's farmers all the way back. But the first time I saw a hammer hitting steel, it was like it was singing for only me. So, Fillmore hat eine Quest. Good to be back behind Sacrament's walls. My thanks for clearing the way. From now on, how about I stay at my forge and leave the heroics to you? Das ist doch der, den wir gerettet haben, ja. Ich kann mich erinnern. Aufwertung. Kupferbahn braucht man dafür. Und es kostet 10 Kupfer, aber das ist ja okay. 10 Kupfer ist okay. Good day to you. Reparieren. Alles reparieren. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen hier verkaufen soll.
Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Ist schon schwächer, das Zeugs. Wenn ich wirklich so wenig Schaden mache damit, ne? Ich verkauf's jetzt einfach. Was soll's. Strong as my work. Ja gut, dann sind wir hier durch, ne? Mit der Stadt. Ton. Ah, das werden wir alles selbst erfarmen. Da wird nichts gekauft. Reden wir mit ihm mal. I thought it was a mistake letting you past our gates. A soldier with no rank is a stone's throw from a bandit. Am besten beim Schluck auf warmes Wasser gurgeln. Sure way, way to die. Haben wir sagen lassen, dass der Schluck auf dann weg ist. Aber dass dann alles aus ist, wusste ich nicht. Ja, bei mir funktioniert es immer. But orders are orders. Or is that a foreign idea to you? Orders, respect, discipline. Well, as long as you're here, which I doubt will be for long. I've bounties to collect, challenges to complete. Ja, ich hab's gesehen. And not enough men to carry them out. Every day it seems there's more. No rest for those of us keeping chaos at bay. What do you say? Kopfgeldjagd. Ah, oh mein Gott, wir können so... Oh mein Gott. Wir können so Geld machen. Das ist ja geil. Kann ich mehrere machen? Ups. Ah, man kann nur eine aktiv machen, oder was? Okay, was, wenn ich das jetzt... Do it for God and Kingdom. Herausforderungen. Sammle 5 Einheiten Kupfererz. Schließe 3 Bauprojekte ab. Ja, das schaffen wir. Alles aktiv. Bestände? Huch, was geht denn jetzt ab? What the hell? Hä? Was ist das denn jetzt? Okay, ich mach das mal. Was ist denn jetzt abgegangen hier? Ach, jetzt, ja, jetzt ist man hier, ah. Oh. Ah, okay. Das ist Early Access und sowas.
erforderliche Stufe 21. Oh, okay. Ja gut, das müsste ich dann... Das gebe ich dann in die... Hä, aber warum hat der jetzt so ein Fragezeichen über den Kopf? Okay, egal. Wo ist nochmal der da oben? Ich kenne mich noch nicht so ganz aus hier in der Stadt. Ab und zu verlaufe ich mich noch. So, die Treppe müsste fertig sein. Ja. Abgeschlossen. Sehr gut. Whittakers Herstellungshütte. Ich würde lieber... Ja, oh ja, das ist nicht schlecht. Hä, warum hat der... Der hat mir welche verschluckt. Der hat mir welche verschluckt, der Drecksack. Hä? Was habe ich mir... Oh mein Gott! War das gerade... War das gerade ein Bug wieder? Ich wollte das eigentlich hier reinpumpen. Okay, egal. Was soll's. Also ich muss mir jetzt die Treppe anschauen. Is it true? The Risen have taken the old fortress. Die Finie. Aha! Hier geht's jetzt runter. Okay, nice. Müssen wir nicht mal so umständlich laufen wahrscheinlich, gell? So, die Sachen hau ich jetzt da rein. Weiß nicht, was ich mit dem mache. Das werde ich verkaufen wahrscheinlich. Die finde ich halt immer wieder. Pfeilschwanzkrebs halt auch. Ton brauchen wir auf jeden Fall. Rest lasse ich mal. So, jetzt rennen wir runter. Ohoho! Da sind direkt, da warten direkt Truhen, Geschenke auf uns hier. Oh nein, die habe ich gerade abgegeben. Raubstreicherkapuze. Und nochmal eine Claymore. Oh, wir sind noch immer... Ach, verdammt. Eieiei. Schade.
Aber ein Level noch und dann könnte man es machen. Na ja, gut. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts mehr, gell? So, jetzt bin ich gespannt, wo wir rauskommen. Wo sind wir? Warum ist da oben? Verkossen. Ah, das ist das. Oh, das ist praktisch hier, ja. Oh, das ist super. Okay, ja gut. Dann holen wir uns die Quest erstmal, oder? Da wollen wir hin. Let's go. Wir schwingen uns wieder in die Wildnis. Wir haben ein bisschen fighten. Huch, was ist da? Okay. Oh mein Gott. Da stehen schon wieder Leute. Boom. Frechdachs. So nicht. Hier war ich auch noch nicht, gell? Kann man hoch. Oh mein Gott. Jo. Aha, Kopfgeld aktualisiert. Schon wieder welche. Nein. Ach. Das gibt's nicht. Verdammt! Nehmen wir die zwei zuerst. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendein großer Kampf kommt. Das Böse wieder sein Unwesen.
Böse schläft nie. Was haben wir hier Schönes? Holzschild. Yahoo! Torn or chasing human prey? We're on the trail of a warlord called Darak. Winnick's orders. We've searched the lowland meadows to the south, but the Risen have deserted the area. The only place left to go is north. Mm-hmm. That cave there. We just thought we'd take a moment to rest here first. We're not delayed. Yeah, you are. Replenish. It's important to be well nourished before battle. Stimmt, ja. Ja. Indeed. If it's Darak you seek, but do not trust him. Good luck, Serum. Wir sind direkt hinter euch. Oh, die Sachen liegen noch am Boden dann. Das finde ich gut. Oh. Uah! Drecksack. Oh mein Gott. Ey, das gibt's nicht. Ich brauche mehr Ausdauer. Es ist ganz schlimm. Was ist mit ihm passiert gerade? Ist der ertrunken? Oh mein Gott, ich glaube, der ist gerade ertrunken. Hat auch ein bisschen gegurgelt, ja. Bisschen das Brackwasser. Bisschen das Brackwasser gegurgelt. Meine Waffe. Ich glaube, ich brauche eine schnellere Waffe. Yo! Yes, sir! Gehen wir da runter, oder? Oh shit. Oh mein Gott, da sind diese Gesichter wieder. Was
Scheiße, ich bekämpfe den nur noch so. Ich schleiche ihn von hinten an. Also, ich weiche aus und greife die von hinten an. Ich glaube, das ist die beste Taktik hier. Oh, Pilze mit Kammfüllung Rezept. Zerlumpte Jute-Tunika. Und Klingenöl. Das Klingenöl würde ich aber auch gern. Davon haben wir echt viel. Ich frage mich, wie lange das hält. Verwenden. Pilzcurry mit Fleisch. Noch ein neuer Ring. Erhöht die Rüstungsstärke des Trägers für eine bessere Verteidigung. Ich habe keinen. Rüstung wird erhöht. Besser lieber das. Das ist alles irgendwas. Hier ist Fleisch. Auch wieder diese Gesichter, interessant. Direkt One-Hit. Das ist die geilste. Ich glaube, das ist wirklich die geilste Methode da. Hat es nicht funktioniert. Warum funktioniert es bei dem nicht? What? Komisch. Oh, da sind einige Leute. Kann ich da durch? Oha. Oha. And send them to the slaughter. I wonder. By the time we breach Sacrament's gates, will anyone be left inside? Uiuiui, jetzt aber ja. Beruhig dich. Uhuhuhu.
Warte. So, jetzt bin ich dran. Oh mein Gott. Rucksack. Oh mein Gott! Oh. Schande der Macht. Scheiße! Oh no! Kriegt überhaupt keinen Schaden, ne? Von mir. Oh mein Gott. Da macht wirklich geschnetzelt das aus mir, ja. Kann gut sein. Ne, wie oft greift denn der an? Drecksack. Ich glaube, jetzt hau ich ihn gleich. Gleich 50% Leben. Hau ihn gleich. Warte, ich hau ihn gleich. Okay, hau ihn. Scheiße. Scheißdreck. Ah. Okay, könnte knapp werden. Ellsworth can't protect Sacrament.
He can't protect anyone. Boah! Er flieht! Flieht, ihr Narren! Jawoll, ey! Für seine Größe ist er verdammt flink. Ja, voll, voll. Holy moly. Wir haben Derek aufgespürt, aber er ist entkommen. Wir sollten uns bei Winnick in Sacrament melden. Okay. Gibt's da wenigstens irgendwo eine Truhe oder so? War das alles für jetzt ein unnötiges Gemetzel? GG, GG. Ich glaube, es war ein unnötiges Gemetzel. Aber wir haben ihn ordentlich angeschlagen, sag ich jetzt mal. Sehr schön. Hier geht's aber nicht mehr weiter, leider. Ja, danke, lecker Bierchen. Jetzt geht's hier noch runter. Schauen wir uns das auch nochmal an. Oh, oh, oh. Was haben wir hier? Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen eigentlich. Ah, ich jump hier runter. Kann man hier tauchen eigentlich auch? Nein. Oh, kann man hier angeln? Jawohl. Angeln wir ein bisschen. Du bist ja genauso schlimm wie ich. Ich kann auch kein Eck, kein Busch und keine Kiste ununtersucht lassen. Na, das geht nicht. Also das beim besten Willen, das geht nicht. Das kann ich nicht. Deswegen zieht sich das bei mir auch immer wieder mit den Spielen. Ne? Deswegen brauche ich auch immer viel länger als andere Leute. Weil ich halt wirklich überall nachschaue. Wenn ich irgendwas sehe oder so, was mich interessiert, da schaue ich auch direkt hin. Und ja, das geht nicht. Kann ich nicht. Kann da nicht einfach quer durchlaufen. Ich muss erstmal alles abchecken. Wo bin ich überhaupt, ne? Was ist das denn? Ein Hebel? Aha. Oh, ist das ein Shortcut? Das ist ein Shortcut, oder? Ja, das ist ein Shortcut. Oh, geil. Jetzt sind wir wieder in der Anfangs, im Startgebiet. Glaube ich. Sehr sympathisch, alles untersuchen und mitnehmen, ja. Ich finde, das ist auch so eine Art Wertschätzung an die Entwickler, ne? Weil sie sich halt, weil viel, oftmals in so Spielen, so die Liebe zum Detail, die Entwickler manchmal reinstecken, wenn man da einfach durchrusht, dann sieht man das halt nicht, ne? So, deswegen, das ist für mich so auch so eine Art von Wertschätzung, ne?
so Respektsache, sag ich jetzt nochmal. Ich meine, ist ja auch okay, wenn man einfach nur schnell durch will. Also ich, ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie verurteile, wenn das jemand macht oder so. Meine Güte, nicht so tragisch, aber das ist meine Spielweise einfach, ne? Ich meine, ganz am Anfang. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ganz am Anfang wurde auch gesagt, dass man auch wieder an alte Orte zurück soll, weil sich die auch verändern und so, ne? Neue Gegenstände oder sowas halt, ne? Stand ganz am Anfang, was ich mir noch so erinnern kann. Also es lohnt sich auch immer wieder. Schauen. Da ist noch was gelegen. Okay, die Leiter da oben. Würde ich auch gern runterstoßen. Ich mach das mal. Ich markiere das mal hier. Mal hier ein Fragezeichen. Ich gehe nochmal zurück. Ja, richtig, die Kleinigkeiten alles nachgucken und jeden Winkel erkunden. Kann man viele schöne Sachen übersehen. So ist es ja. Dafür müsste ich aber wieder hoch irgendwie. Na, schauen wir später. Hier habe ich noch Gegner entdeckt vorhin. Ja. Oh, jetzt ran. Oh. Aha. Da haben wir ihn. Oh, Kupferspitzhacke. Alles klar, lecker Bierchen. Dann gute Nacht. Danke fürs Dabeisein. Schlaf gut, schlaf gut. Nein, ich bin tot. Mein erster Tod. Mein erster Tod. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wie schnell man ertrinkt. Holy shit. Oh nein, mein erster Tod. Oh, na klar muss das so ein... Also ich hab eigentlich... Eigentlich habe ich geschätzt, dass ein Sturz mich das erste Mal umbringt. Oh no way. Muss ich jetzt extra nochmal zur Leiche zurück oder ist das egal? Ich glaube, es ist egal. Ah, hier ist die Leiter. Verdammt. Da war das. Gute Nacht, Leckerbierchen. Ciao, ciao. Okay, gehen wir nach Sacrament. Aber gut, so haben wir es auch mal hinter uns, ne? Muss ich keine Angst mehr vom Tod haben. Maybe it's time you trade in that silly outfit. Better this world. Wie viele muss ich dann davon noch killen? Ist jetzt gar nicht. Past and so little present. Oh, wir haben Level Up auch gehabt. Ich brauche auf jeden Fall mehr Ausdauer. Smaller every year. The city keeps shrinking.
Auch mal ein bisschen Stärke vielleicht. Siehst du, ich habe meine Fertigkeit noch immer nicht eingesetzt. Ich vergesse das immer. Ach so. Ha! Jetzt habe ich endlich was. Endlich mal einen Kopf. Endlich mal. Können wir da wieder was abgeben? Ne, wir machen zuerst die Schmiede. Dauert eh eine Stunde. Wie komme ich zu dem hin? Da muss ich ganz hoch. Aber wie ständig regnet, ne? Don't understand. Derek's a mad dog, but he's no fool. Why would he draw your men to Orbin Glades and then flee? Because he was defeated, that's why. If he returns, our stone walls will be there to greet him. And why should I trust anything you have to say about the Risen? Some of us join the Risen to build a better world. And some just to tear down the old one. And some give speeches from behind bars. Was sagt er dazu? Serum, you have my thanks. Many square off against Darek and return holding their head high. Or with a head at all. I pray Darek crawled under a rock somewhere to lick his wounds, but you don't defend a city on prayers. Perhaps it's worth considering Odessa's warning. I've known her since she was a babe, but I'm not sure I know who's in that cell. You. Again. God, I'd rather sing in the town square than say this, but maybe you can help me. Derek's always harbored a deep hatred of my father. I never imagined he could move against Sacrament itself, but he wouldn't share his schemes with me. People here may be blind or broken under the mainland's boot for so long they mistake it for protection. But that doesn't mean they deserve to die. Winnick said his men captured some of Darek's faithful after the battle. You should see if any of them can tell you more. Okay, Winnick schien sich sicher, dass Darek besiegt war, doch Odessa zufolge musste ein Plan dahinter stecken. Sie drängt uns dazu, weitere gefangene Widerständler zu befragen. Okay, weiter unten. Listen, this is all a mistake. Rattigan. I took these clothes off a corpse on the coast. Being called this a bit. Oh, sniffing about. Rattigan. Wie ausschaut. Whose side is she on anyway? Das ist wirklich eine Ratte. Ratte. Der Rattigan, ey. Der Rattenkönig. Not that it matters. She's right, you know. The real attack is yet to come. Darek's moving on the city itself. But there may still be time to stop him. Darek left me to die. Least I can do is return the favor. Für Early Access läuft es gut, finde ich. Oder wie findest du es, Tommy? Als der, der es gerade zockt, ich find's Wahnsinn. Also, ich meine, performancemäßig könnte es besser sein. Also das schon, aber so overall, dieses Spielprinzip und das Potenzial von dem Game ist super geil. Das könnte wirklich auch ein absolutes Meisterwerk werden. Wenn die da dranbleiben und ich gehe davon aus, dass sie dranbleiben. Das Einzige, was
für mich noch störend ist, ist so ein bisschen die Performance. So manchmal im Fight, da stottert es noch ein bisschen, ne, und das ist halt ein bisschen schlecht, wenn du ausweichen musst. So, da könnte es besser werden, aber ja, ich meine, wie gesagt, ist Early Access. Von dem her darf man jetzt nicht erwarten, dass alles super rund läuft, aber ja, ich bin zuversichtlich. Ich weiß auch nicht, wie lange ich dieses Spiel jetzt spielen werde. Ich weiß nicht, ob ich es direkt durchspielen soll, wenn man es durchspielen kann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie weit ich spielen soll, aber im Moment macht es halt übel Bock. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ziehe ich durch. Schauen wir mal. Das Ding ist, eigentlich will ich das nicht, weil ich dann eventuell Angst habe, dass ich, wenn der Release da ist, dass ich dann einfach schon zu viel gespielt habe. Ne? Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, sag ich jetzt mal. Tell me, friend, do you want to be a hero? Of course you do. Everyone does. Na klar. Spring me from this cage, and I'll make you sacrament savior. These guards couldn't keep a snare locked up in its own shell. You poke around, you'll find the key. Wir haben mit einem gefangenen Räuber namens Ratigan gesprochen. Der behauptete, Sacrament würde schon bald angegriffen werden. Er meinte, er könnte helfen, dies zu verhindern, falls wir ihn irgendwie aus diesem Käfig befreien könnten. Not another word from me until there's no. Und wie? You're the one in the cage, mate. Not me. My name puts a leash around your neck and you think you're something special. You're a dog, that's all. Keine Ahnung, wie ich den befreie. Ich meine, er hat gesagt, irgendeinen Schlüssel, aber. Keine Ahnung. Wenn wir mit ihm reden. I wouldn't waste your time with those prisoners, unless it's to gloat before they swing. I don't know how many more are out there, but at least these worms are where they belong. As for Odessa, well, she'll await Elsworth's judgment along with the rest of them. Put a sword in my hand and put me on the wall. Rather die there than puking my guts out. Fit for the dogs. We had two of them. Er meinte irgendwas von dem Wachen, aber. He's supposed to relieve me. I've got a date with Elga tonight. Who? Gerard. He was dripping pissed. I told him to go dunk his head in the fountain. Okay. Some people getting drunk on the job. But that turnip's got the damn keys with him. Looks like you're stuck with me. Why don't you invite old Elga to come round here? We can both enjoy her company. Sod off. If you're so intrigued by our cages, why don't you? Da hat sich was aktualisiert. Wir hörten, wie sich zwei Wachen über ihren betrunkenen Kollegen unterhielten, der sich in einem Brunnen waschen wollte. Sie sagten, er habe den Schlüssel zu den Käfigen. Aha. In einem Brunnen. Boah, ich weiß jetzt nicht, wo ein Brunnen ist. Müsste ich schauen. Wo ist. Oh, hier oben, schau das an. Da ist eine Truhe. Aha. Wie kommt man da hoch? Aha. Da springt mir direkt eine Truhe ins Gesicht. Das muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen hier.
wahrscheinlich dann von hier. Hier so. Aber wir haben hier was zum Lesen. Tag 89 der Erkundung dieses trostlosen Orts. Ein knarrender, ächzender Friedhof aus treibenden Schiffsrümpfen und Kadavern gestrandeter Wale vergiftet die Gewässer östlich von Sacrament. Bei Gott, was für ein Gestank. Die Fischer hier sind kaum mehr als Aasfresser, die das letzte Fleisch von den Knochen pieken. Warum verbindet man nicht ein paar der Schiffsteile und setzt die Segel irgendwo hin? Egal wohin. Vielleicht dämpft der Moder ihre Ambitionen. Okay, das war ein bisschen weiter hinten, gell? Weiter vorne. Hier unten war das, oder? Ja. Oh, ein Jägermesser. Autsch. Ich kann es nicht tragen. Ich kann es nicht ausprobieren. Ein bisschen schade. The city's gone to shit. Hier ist ein Brunnen, oder? Ja, da ist er. Oh, wir haben den Schlüssel. Easy. Thank you kindly. Now, what was it I promised in return? Der legt uns doch fix rein. The problem with you holier than thou types is you never look down. It's the sewers, miles and miles. Oh, ich glaube, ich weiß. Wo? There isn't in the outskirts, so just a diversion. Darek's men are gonna pour into Sacrament like stinking shit. I'll slip out when the guards rotate. Meet me at the sewer drain, down on the coast. Maybe you still have time to stop them. Maybe not. Wir haben Ratigan zur Fluchtraul gefunden. Er sagte, wir sollen ihn am Eingang zu den Abwasserkanälen von Sacrament an der Küste treffen. Vielleicht haben wir noch eine Chance, den Angriff des Widerstands aufzuhalten. Das ist doch fix eine Falle. Der wird denen auf jeden Fall Bescheid sagen. Auf jeden Fall. Da bin ich mir sowas von sicher. You're the one in a cage, mate. Not me. The city's gone to shit. This island will be healed. Ey, ich verlauf mich immer. So, wir haben... Nein, die Schmiede haben wir noch nicht. Ich bin aber überlegen, ob ich die Waffe nicht verzaubern soll. Oh mein Gott, ich habe mich verklickt. Aufwertung. Kupferbahn bräuchten wir dafür. Good date. May your will be. Hello, old friend.
Boah, das gibt so viel. Holy moly. Jetzt 9 Silber. 9 Silber haben wir. Achso, ja, reparieren will ich noch. Dann zu dem will ich. Der hat nämlich noch ein Rezept, glaube ich. Der hat jetzt wieder was anderes. Oh, die haben immer was anderes mit der Zeit. Erhalte 3% Gesundheit beim Versuchen von Schaden. Verursachen von Schaden. Gesundheit verringert um 25%. Ich werde jetzt die Waffe verzaubern. Einfach nur mal schauen, wie das ist. Das hier. Die Rezepte sollte ich mir auch kaufen, eigentlich, ja. Sollte ich mir alle einfach mal kaufen. Ja, egal. Ich mach das. Was heißt das jetzt? Oh! Chance von 14% auf Ausdauererholung beim Verursachen von Schaden. Gegenstandsgewicht verringert um 38%. Oh mein Gott, aber Erfahrungsgewinn. Erfahrungsgewinn verringert um 7%. Oh no! Das ist schlecht. Okay, das ist es. Erhalte mehr Erfahrung, verliere Erfahrung bei Tod. Greetings, Wolf. Das ist schlecht. Das verzaubert war ich nicht mehr, das ist Glückssache. Zum Käse. So ein verdammter Käse. Ja, ich finde die Jacke des Steuermanns irgendwie geil. Aber irgendwie kaum Geld mehr. Why kill men for free when you can be paid to do it? Tap 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 tap. Jetzt will ich meine Sachen wieder abgeben.
So viele Pilze. Aber es ist gut, dass wir wenigstens eine Truhe haben, ne? Wo wir ein bisschen wenigstens abgeben können. Ich glaube, das haue ich so ein bisschen runter hier, oder? Mal so. Oh, 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 oh. So. Hier muss ich hin, der Gatte der Gastwirtin. Okay, dann rennen wir mal dorthin. Oder wir machen erstmal das hier. Okay, von diesem Kraut gibt es echt viel. Da muss ich mir keine Sorgen machen. Ti auf 4K, sollte das flüssig laufen? Flux, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich spiel nicht auf 4K. Und das Spiel ist Early Access. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nicht sagen ja, ich kann nicht sagen nein. Deswegen. Ich will auch nicht schuld sein, wenn ich sage ja. Oder nein. Kannst dir nicht sagen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es egal ist, was für eine Grafikkarte du gerade hast oder so. Ich glaube, es ist einfach allgemein noch nicht so gut optimiert. Im Kampf halt, ne? Zack! Also man merkt im Kampf, dass es halt so ein bisschen rumzuckt. Ein bisschen... Ist das zu? Nein. Denke mal. Aber ich denke, das wird schon mit der Zeit. Oh, schau, immer wieder neue. Neue Drops spawnen hier. Oh shit.
die sich selbst verletzen. Boah. Da gibt man Sorges. Den kann man nicht von hinten angreifen. Drecksack! Der ist heftig gewesen. Der war gerade richtig heftig. Oh, jetzt kommt's langsam, ne? Azurklinge. Bessere Hosen. Kann man keine Pokémon doppelt fangen? Nein, nein. Lass den anderen auch eine Chance, Fini. Fress dies! Also das Gameplay macht schon Spaß. Das muss man schon sagen. Immer wieder neuer Loot hier, das ist auch geil. Das gefällt mir, das ist eine gute Idee. Dass es nicht so einzigartigen Loot gibt halt, ne? Oh, da gibt es zwei Bäume, die wir brauchen. Ganz dringend. Oh, 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 oh. Man kann ihn nicht von hinten angreifen, oder was? Warum nicht? Yes. Achso, ja, der Baum. Müssen wir noch einmal draufhacken. Kiefernholz.
So, wir müssen da runter. Komm hier nicht runter. Doch, geht. Boah, du Drecksack. Oh, da schreit schon einer. Mann, der Kleine stört. Eieiei. Da hat schon jemand einen Hilfeschreien gehört, ne? Der wird wahrscheinlich hier oben sein. Oh, hier. Fast Travel. Schlüssel-Westbrücke, what? Der Gordon. Da ist ja der Koch. God's reach, finally someone heard. I was out fishing for clams when a pack of the Risen came through. I thought I could make my way across the old bridge and out the other side of Mariner's Keep. But this fort's in worse shape than I am. The board's rotted out behind me, and the ladder ahead is pulled up. Last time I tried to be clever. Please, see if you can find another way around before I end up like that poor sod over there. Oh. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wie kommen wir darüber? Aber wie kann ich ihn da rüberbringen? Als wir Gordon, den Ehemann von Caroline, fanden, saß er auf einer zerstörten Brücke an der Küste fest. Wir müssen ihm helfen, einen Weg herunterzufinden. Das ist, ja... Am besten von da oben, ne? Aber... Keine Ahnung. Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich habe mich verbuggt. Ja. Ich habe mich verbuggt. Oh nein. Oh no. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Oh, es könnte sein, dass ich jetzt sterbe. In die Richtung gehe, oder? Nein.
klappt doch alles, alles gut. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich eh Westbrücke, ne? Höchstwahrscheinlich. Hast du was Schönes? Und hier kriegst du noch was Schönes. Yeah, was? Flatsch. Ein blauer Rundschild. Greifen mich die Krabben an eigentlich? Nein. Aber die, ich glaube, die geben mir... Ich glaube, sie geben mir Erfahrung. Frech ist. Oh ja, so viele Bäume zu fällen, das ist gut. Oh, wer schießt da? Hä, von wo? Oh, von da oben. Ist das frech? Oh, den kann man doch sicher auch fällen. Also langsam kriege ich ein Auge dafür. Yes! Level up! So, jetzt muss ich schauen, was ich brauche für dieses Schwert. Azurklinge. Makel im Stahl führen zu Schwäche, aber die Verbindung zweier Metalle in diesem Schwert verleiht Stärke. Puh, andererseits, ich brauche Intelligenz dafür, ne? Puh. Und das ist vielleicht schwächer, ne? Ich meine, was heißt vielleicht? Es ist schwächer. Minus 8. Nee, ich nehme mir das nicht. Ich meine, es ist schneller, aber... Nee, das ist ja viel schwächer. Klar. Das nehme ich nicht. Zuckerl, Servus. Ahoi, ahoi. Nummer 1 Stärke. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, auf was ich gehen soll. Machen wir 20 Ausrüstungslast und dann ist gut. Dann gehe ich wirklich mal. Dann muss ich mich langsam entscheiden. Kann ich sogar den Helm jetzt tragen? Ja, nice.
Konnte man hier nicht fischen eigentlich? Oh, 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 so. Man muss Ratten. Zählen die Ratten auch? Ich glaube nicht, nein. Oh, vielleicht gibt es hier wieder was. Oh, oh, ein Gegner gibt's. Und tatsächlich gibt's was. Oh mein Gott, jetzt bin ich fast gestorben. Warte, wie ging das jetzt mit dem? Ah, hier war das. Zack. So und nicht anders. Das ist, dass man da einfach wieder am Anfang hingehen kann und man hier wieder neues Zeug hat. Das finde ich richtig geil. Mit diesen Armen kann man sicher gut, super klettern. Na klar. Sind die Orang-Utan-Arme. Okay, 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 okay. Okay. Okay, die hält viel aus. Oh, was? Die hat mir Schellen aus bis zum Gehen nicht mehr. Holy moly. Sie hat nur einen Pilz. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Sie hat nur einen Pilz. Sie droppt nur einen Pilz. Ob das worth ist? Ich weiß nicht so recht. Die Emma hat einen ordentlichen Wumms, ja. Die Kolben-Emma. Das war eine Falle. Das war klar. Oder? And all the rot that comes with it. Oder ist es ein Dungeon? Now we're square, me and you. Ah, okay. If you find Darak, tell him. Ooh, Derek. Uh-oh.
Ich weiß nicht, ob wir ready sind für Derek. Der war ziemlich heftig. Ich bräuchte noch, ich müsste noch was zum Essen machen, glaube ich. Bevor ich gegen den fight. Jetzt bin ich schon rein. Dangerous. Die schwarzen Tunnel sind dangerous. You don't belong here. Ich glaube, ich gehe erstmal was zum Essen machen, ja. Ich gehe lieber mit 20 Essen rein oder so. Sicherheitshalber. Warte, ich weiß, dass hier noch irgendwo Erz rumliegt. Wenn mich richtig... erinnere, hier müsste irgendwo Erz sein. Weiter. Hier. Kupfererz brauchen wir ja. Jetzt kommen wir da nicht hoch, oder was? Oh, was? Warum springst du nicht? Jetzt. Passt. 5 Kupfer ist okay. Da machen wir mal Erz. So, liebe Leute, ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Ich bin gleich wieder da. Und dann stürzen wir uns in den Dungeon. Ich sag mal, bis gleich.